Wir sind mit der Wäsche des Defenders fertig. Ich bin zurück in unserer kleinen Detailing-Männerhöhle. Und zuallererst werde ich mich jetzt um die Reifen kümmern, denn ich persönlich versuche, Reifenpflegen immer so früh wie möglich, bevor ich wieder wegfahre, aufzutragen, damit die wirklich Zeit haben, ordentlich in den Reifen einzuziehen. Denn selbst wenn ich welche verwende, die nicht dazu tendieren, dass sie dann überall hier auf der Karosserie Spritzer verursachen, so kann ich durch eine längere Zeit, wo sie Zeit haben, hier in den Reifen einzuziehen, das Risiko nochmal ein bisschen mehr verhindern. Und deswegen werde ich jetzt zuallererst die beiden Reifenpflegenprodukte hier auf dem Reifen vorne miteinander vergleichen. Also, auf der Seite, Sienna Gloss Gummi, hatte ich schon im Einzeltest. Video dazu kommt dann auch im Zuge meines großen Reifenpflegenvergleichs. Und hier seht ihr auch den Grund, wieso ich diese Reifenpflege wirklich, wirklich gerne mag, weil sie halt ein sehr, sehr natürliches, mattes Finish erzeugt. Das, was viele auch wollen heute. Den Reifen aber trotzdem schön auffrischen und abdunkeln. Also das ist wirklich, wirklich ein schönes Ergebnis und definitiv eine Empfehlung für alle, die so eine sehr, sehr, sehr natürliche Art und Weise wollen, wie der Reifen dann aussieht. Da auf der linken Seite bin ich aber jetzt gerade ziemlich begeistert vom HB Source Blackjack Tire Slab, weil das erzeugt eine extrem starke Abdunkelung und ja, mehr Glanz als das Sienna Gloss, wobei je nach Winkel, wo man es betrachtet, ist es fast wieder gleich. Aber auch da allerhöchstens so einen leicht seidenmatten Glanz, würde ich sagen. Aber die Abdunkelung ist unglaublich stark und im direkten Vergleich, würde ich auch sagen, nochmal ein kleines Stück stärker. Also das Produkt schaue ich mir definitiv nochmal in einem Einzeltest an. Es war auch ein bisschen einfacher zu verteilen als das Sienna Gloss. Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen, obwohl ich das Finish vom Sienna Gloss sehr, sehr, sehr mag, werde ich jetzt am Rest vom Auto wirklich komplett das hier verwenden. Wie für die Reifenpflege gilt aus meiner Sicht auch für die Kunststoffpflegen. Je länger die Zeit haben, um einzuziehen und einzuwirken in den Kunststoff, bevor ihr wieder rausfahrt, desto besser. Deswegen werde ich das jetzt als nächstes und in einem weiteren Schritt machen. Auch hier zeige ich euch den Unterschied, den das Dunkin' Biscuit Elixir erzeugt. Ihr seht auch hier unten schon, alleine schon das Rüberfahren von der Waschhalle hierher hat schon wieder einzelne Verschmutzungen erzeugt. Genau aus dem Grund ist es eigentlich auch immer ratsamer, wenn man das Auto dann direkt nach dem Waschen und Trocknen mit den entsprechenden Produkten pflegt und versiegelt. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören und dann wenden wir das hier jetzt kurz an. Denkt jetzt hier dran, das ist ein brandneues Auto mit ganz, ganz neuen Plastikteilen. Das heißt, die sind hier nicht ausgeblichen oder sonst was. Und trotzdem hat das Produkt schon eine deutliche Abdunkelung und Auffrischung dieser Teile hier erzeugt. So eine ganz leichte Glanzsteigerung hat stattgefunden. Aber ich finde, das passt eigentlich recht gut und schön zu diesem wunderschönen glänzenden Lack hier oben.
Und vor allem zeige ich euch dann am Ende, wenn es ein bisschen eintrocknen konnte oder ablüften, dass das hier auch ein wunderschönes Abperlverhalten erzeugt. Schönes Ergebnis. Ich mache jetzt hier alle diese Plastikteile, die hier unten am Auto verlaufen, ganz klein hier noch den Radläufen entlang und vorne am Heck und vorne an der Front gibt es dann auch noch so ein paar unlackierte Plastikteile. Kleine Planänderung an dieser Stelle. Ich wollte ja den Lack noch mit dem Dodo Juice Lime Prime, also einem Pre-Wax Cleaner, vorbehandeln, aber ich habe mir das Ganze jetzt mal unter einer Scangrip angeschaut und muss sagen, das ist wirklich ein Neuwagen. Der hat wahrscheinlich noch gar keine Waschstraße gesehen. Ich habe wahrscheinlich auch nicht viel falsch gemacht hier jetzt bei der Wäsche, weil da sind keine Kratzer drin, keine Swirls, gar nichts. Der Lack ist in einem Top-Zustand und zwar überall, auch hier an den Seiten, wo man normalerweise dann wirklich die Swirls sieht. Und deswegen würde es jetzt hier null Sinn machen, die Vorbehandlung mit einem Pre-Wax Cleaner noch zu starten, weil die Arbeit wäre schlichtweg umsonst. Deswegen werde ich den Lack jetzt einfach entfetten und danach das Wachs auftragen. Da habe ich mich mittlerweile auch entschieden. Und jetzt dürft ihr bei euch zu Hause die roten Lampen einschalten, weil ich jetzt nämlich was machen werde, an das ich eigentlich selber nicht glaube, und das ist Topping. Hier möchte ich das jetzt einfach anwenden. Ich werde sowieso nicht beobachten können, ob und wie das Ganze funktioniert, aber ich erkläre euch schnell, was hier der Gedanke war. Das war eine limitierte Variante von Wachsen, ihr seht auch schon, für Detailing World, eines der größten Detailing-Foren weltweit, wo man sich Folgendes überlegt hat: Man trägt dieses Basiswachs zuerst auf. Das hier ist nämlich ein Hybridwachs, also mit Versiegelungsbestandteilen noch dazu. Dann nimmt man das ab, wartet eine Stunde und dann trägt man dieses Wachs hier obendrauf auf. Das hier ist dann nämlich ein klassisches, natürliches Canauba-Wachs. Und Sinn und Zweck von dem Ganzen soll sein, das hier ist quasi die pastöse Versiegelung. Das sorgt für den Schutz und die Standzeit. Das hier sorgt dann eher fürs Finish. Ihr wisst ja, was ich vom Topping halte. Ich bin auch da nicht überzeugt, dass das hier wirklich so viel Sinn macht. Aber Dodo Juice wird sich hier schon was überlegt haben. Und ich wollte das Ganze auch nochmal irgendwann anwenden und für mich nutzen, weil das ist doch relativ speziell. Diese Kombination von Wachs war auch eine limitierte Auflage, die es nur in begrenzter Stückzahl gab. Und ich fand jetzt zum Zwecke dieses Videos für den Defender, werde ich dieses spezielle Wachs jetzt hier auf dem ganzen Auto anwenden. Während ich den Defender jetzt hier wachse, habe ich genug Zeit, weil das ist doch einiges an Lack, das ich hier machen muss. Die Wachse riechen übrigens beide wunderbar nach Minze. Ich finde, das passt auch wieder perfekt zu diesem Farbton hier und zum Defender. Kann ich euch ja noch ein bisschen was über meine Eindrücke zum Defender erzählen? Und da ich hier vorne an der Motorhaube arbeite, ist ja das der perfekte Zeitpunkt, dass ich euch ein bisschen was zum Motor noch erzähle. Mitunter ja für viele eines der wichtigsten Kriterien bei einem Auto. Ich muss hier sagen, oder ich muss vorweg schicken, ich bin persönlich kein Riesenfan von Dieseln, weil ich einfach nie wirklich mit dem Klang warm geworden bin. Ich mag das Drehmoment, das Turbodiesel entwickeln, aber was ich nicht wirklich mag oder nie mochte, ist die Kraftentfaltung, weil das Drehmoment kommt eigentlich immer relativ schlagartig und ist nicht schön über ein breites Drehzahlband verteilt. Und das ist etwas, das mir an Diesel nie gefallen hat. Und jetzt kommt das große Aber. Dieser Diesel ist ein unfassbar guter Motor. Und ich glaube, ich würde auch, wenn ich mich jetzt für einen Defender entscheiden würde, tendenziell für den oder vielleicht noch die nächste Leistungsstufe entscheiden, weil, Punkt 1, weil das Auto so gut abgedichtet ist, hört man den Diesel wirklich nicht. Man hört ihn erstens mal kaum, wenn er startet, was schon mal sehr, sehr, sehr speziell ist. Und zwar sowohl drinnen als auch draußen. Und dann auch während der Fahrt, muss man sagen, wenn er seine Kraft entfaltet, man muss schon sehr genau hinhören, um ihn als Diesel zu identifizieren.
Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Dann kommt noch dazu, er hat sehr viel Kraft, er hat genug Kraft für dieses Auto. Er macht dieses Auto nicht zu einem Sportwagen. Ich glaube, jeder Kleinwagen, jeder Kombi mit einem einigermaßen kraftvollen Dieselmotor oder Turbomotor würde dem Defender jetzt zumindest in dieser Variante um die Ohren fahren, aber das muss der Defender ja auch nicht. Die Kraft, die er hat, die 250 PS und 570 Newtonmeter, die reichen mehr als aus, um ihn ordentlich zu beschleunigen. Durch die doch recht weiche, geländegängige Federung bäumt sich das Auto dabei auch jedes Mal ordentlich auf. In Kombination mit der sehr, sehr modernen, sehr weich schaltenden Automatik, die da verbaut ist, ist das alles ein sehr souveräner Antrieb, der auch wieder zu diesem souveränen, zu diesem erhabenen, zu diesem robusten Gefühl vom ganzen Auto beiträgt. Und da muss ich wirklich sagen, der Motor passt wie die Faust aufs Auge von diesem Auto. Und da war ich doch sehr, sehr, sehr begeistert und angetan. Das heißt, da kann ich definitiv nichts Negatives berichten. Der Verbrauch während meiner Testfahrten, und da war alles dabei, Überland, Autobahn, Stadt, langsam, schnell, mit Beschleunigungsorgie natürlich, lag bei 9,9 Litern. Und da muss ich sagen, wenn ich in Betracht ziehe, dass das Auto 2,6 Tonnen wiegt, dass es 250 PS hat, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, weil je mehr Gewicht ein Auto mit sich rumschleppt, desto mehr wird es auf natürliche Art und Weise auch verbrauchen. Deswegen muss ich da sagen, nein, das ist kein Verbrauchswunder, aber bei dem Gewicht war das eigentlich auch klar. Und deswegen alles in allem muss ich wirklich sagen, der Motor hat mich eigentlich ziemlich begeistert. Ich habe die erste Schicht oder das erste Wachs von diesem zweistufigen System jetzt laut Anleitung 5 Minuten drauf lassen und ich kann euch sagen, sowas von traumhaft abzunehmen, ohne Widerstand, überhaupt nicht grabby das Tuch. Also wirklich so stelle ich mir ein Wachs zu verarbeiten vor. Sehr, sehr cool. Das Verarbeiten war nicht ganz so einfach. Es ist ein bisschen stockend, das Pad, aber die Abnahme ist absolut traumhaft. Und dann kann ich da jetzt auf dem ganzen Auto weitermachen. So, die erste Schicht oder das erste Wachs hatte jetzt 1 Stunde Zeit, um hier komplett abzulüften, auszuhärten, abzureagieren, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist auch das, was Dodo Juice empfiehlt. Und jetzt werde ich anfangen, hier das zweite Wachs, das grüne, das auch wunderbar nach Minze riecht, aufzutragen. Das soll laut Dodo Juice ein bisschen länger drauf bleiben, nämlich 15 bis 25 Minuten, steht da unten. Das heißt, ich werde jetzt bei dem hier das ganze Auto wachsen, das Wachs dann ordentlich noch ein bisschen Zeit drauf lassen und es erst dann wieder runternehmen. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich absoluten Blödsinn erzähle und es liegt hier am gelben Applikator, vorher habe ich einen grünen verwendet. Oder es liegt dran, dass hier ja schon eine Schicht Wachs drauf ist, aber das Wachs hier lässt sich deutlich einfacher verteilen. Es ist viel weicher, cremiger, butteriger. Man braucht auch gefühlt weniger als vom ersten Wachs. Aber wie gesagt, kann jetzt auch daran liegen, dass wir hier jetzt einfach schon eine gewisse Glätte mit dem ersten Wachs erzeugt haben, aber gefühlt lässt sich das hier
sehr, sehr viel angenehmer verteilen. Kommen jetzt zur Abnahme vom Wachs. Ich bin selbst gespannt. Leute, wenn ihr nur dabei sein könntet. Oh, so was von angenehm. Ich muss nur ein-, zweimal drüber wischen und schon stellt sich eine unfassbare Lackglätte. Also Wahnsinn. Nicht das Glatteste, was ich jemals gefühlt habe, aber eine riesengroße Steigerung zu vorher und ja, ich finde auch vom Finish, also ich kann nicht sagen, es hat definitiv nichts verschlechtert, aber ich finde, man sieht im Licht der Lampe, dass sich hier so ein, ja, man kann fast schon sagen, zuckergussartiger Glanz eingestellt hat. Wirklich, wirklich schön. Nicht vergessen, der Glanz oder der Hauptanteil vom Glanz wird immer vom Lackzustand kommen, also wenn der Lack defektfrei ist, erst dann kann er richtig glänzen und ein Wachs wird immer nur die letzten 1-5% vom Finish sein. Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, ich glaube, das war eine gute Wahl und das lässt den Land Rover Defender jetzt sehr, sehr schön erstrahlen und bringt diese, ich bleibe dabei, ich finde die Farbe wunderschön und sie passt perfekt zum Auto, lässt diese Farbe nochmal richtig, richtig schön hervorstechen. Wir sind fast fertig, bleibt jetzt nur noch das Felgenwachs übrig. Hier auf der Beifahrerseite werde ich das ODK Momentum auftragen und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt damit noch. Wachse im Allgemeinen, aber auch Felgenwachse im Speziellen sind mitunter einer der Gründe, wieso ich dieses Video auch unbedingt machen wollte, weil ich wollte euch einfach zeigen, dass die englische Detailing-Szene sehr, sehr groß ist und gerade wenn es um Wachse geht, dann bieten die da sehr, sehr, sehr viel an. Was ich bei Felgenwachsen immer relativ schade finde, ist, dass die meisten Leute eigentlich nur das Swisswax Autobahn kennen und meines Erachtens ist das Autobahn halt kein sehr gutes Beispiel, denn gerade ein ODK Momentum ist jetzt zum Beispiel ein synthetisches Wachs und synthetische Wachse machen aus meiner Sicht einfach sehr, sehr viel mehr Sinn auf Felgen, weil sie in der Regel standfester und resistenter sind und deswegen hier auch dann wahrscheinlich länger halten werden. Es ist genauso einfach anzuwenden wie das Swisswax, aus meiner Sicht sogar noch einfacher, weil es nicht über diese Swisswax-typische körnige Konsistenz verfügt, die sich erstmal verflüssigen muss, bis sie sich einfach auftragen lässt, sondern das hier geht von Anfang an, vom ersten Wischen weg, absolut einfach. Lässt sich auch sehr schnell hier überall auf den Felgen verteilen, riecht extrem angenehm nach Beeren. Also es ist definitiv was für euch Schnüffler da draußen. Und wie gesagt, mitunter einer der Gründe, wieso ich dieses Video auch unbedingt machen wollte. Das Autobright Hellshine Wheel to Boop, ich finde den Namen einfach genial, ist auch ein synthetisches Felgenwachs, riecht ja extrem nach Zimt, ist von der Konsistenz her definitiv härter als das ODK und deswegen lässt es sich nicht ganz so einfach verteilen, aber trotzdem noch so, dass ich sagen würde, es ist einfach genug. Definitiv, da kann man dem Wachs nichts vorwerfen. Das ODK ist einfach noch ein kleines bisschen angenehmer aufgrund seiner weichen Konsistenz. Aber auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Felgenwachse sind aus meiner Sicht generell eigentlich nicht die beste Idee, weil das Problem an Felgen ist nicht unbedingt die Hitze, weil wenn ihr euch normal im Alltag bewegt, dann werden Felgen nicht so warm und so heiß. Rennstreckenbetrieb ist was anderes. Aber das Problem ist der aggressive Schmutz, den ihr hier habt, vor allem das, was von euren Bremsen runterkommt. Und dieser aggressive Schmutz in Kombination mit den vergleichsweise aggressiven Reinigern, die wir nutzen, um diesen Schmutz zu entfernen, macht es halt für Wachse generell schwierig. Deswegen würde ich eigentlich immer eher
zu einer Keramikversiegelung raten oder dann etwas, was noch einfacher und noch schneller aufgetragen ist als solche Wachse. Aber so ein Felgenwachs, seht ihr ja schon, ist vergleichsweise schnell und einfach aufgetragen und ist definitiv besser als gar nichts. Und deswegen sind wir jetzt hier fertig. Wir sind fast fertig. Jetzt kümmere ich mich noch um die Fenster. Das mache ich immer ganz am Schluss, weil es kann durchaus sein, dass wenn man hier Wachs aufträgt, Kunststofffliegen und so weiter, dass dann auf den Fenstern noch so klebrige, schmierige Rückstände bleiben. Und deswegen hebe ich mir die Fenster immer für den Schluss auf. Auf der Seite jetzt werden wir das Angel Wax Vision nutzen. Ganz offen und ehrlich ist das aus meiner Sicht einer der besten Felgenreiniger, die ich jemals verwendet habe. Er ist relativ stark. Man riecht hier den Alkoholgehalt auch raus, aber dadurch reinigt er wirklich, wirklich gut, lüftet extrem schön ab und hinterlässt halt eben auch ein schlierenfreies Finish auf Glas. Und auf der Seite werde ich jetzt noch den Bouncers Look Sharp verwenden. Der ist relativ ähnlich wie der Angel Wax Vision, vielleicht nicht ganz so stark, funktioniert aber trotzdem absolut hervorragend. Es wird jetzt Zeit für einen kurzen Beading-Check und wir beginnen bei den Reifen. Dann gehen wir zum Kunststoff über, wo das Dunking Biscuit Elixier drauf ist. Als nächstes Felgen hier auf der Fahrerseite, Hellshine Wilzebub. Leck mich am Piep. Dürfen wir bei YouTube nicht sagen, aber guckt euch das mal an. Also da soll mir noch mal einer sagen, dass das Autobahn besser ist. Beifahrerseite, ODK Momentum. Vielleicht ein kleines bisschen weniger ausgeprägt als beim Autobright, aber immer noch sau, sau starkes Ergebnis. Und nun der krönende Abschluss, das Dodo Choose Double Wax. Wunderschöne Tröpfchen, oder? Ich glaube, da musste ich gar nicht allzu viel sagen zu diesem Tröpfchenporn, den das Dodo Choose Wachs hier erzeugt hat. Ich wollte noch zwei kurze Worte sagen zum Vergleich der beiden Fensterreiniger oder Glasreiniger und der beiden Felgenwachse, weil beide Produktkategorien sind ein absolut perfektes Beispiel dafür, wieso ich euch immer wieder sage, dass die Autopflege auch ein Kompromiss ist. Denn das ODK Momentum war deutlich, deutlich einfacher aufzutragen. Das ist einfach ein härteres Wachs und man muss ein bisschen länger das verteilen, bis es dann soweit ist. Auch die Abnahme war hier ein kleines bisschen schwieriger, aber das Beading war dann doch signifikant besser ausgeprägt bei dem hier, als es beim ODK Momentum war. Das ODK Momentum ist immer noch nicht schlecht. Aber auch bei den Glasreinigern habe ich deutlich gemerkt, das Angel Wax Vision ist deutlich stärker. Man spürt das auch. Das Tuch stockt eigentlich sofort, wenn man es reinigt, aber dafür lüftet er auch deutlich besser und schneller ab. Der Bouncers Look Sharp lässt sich deutlich angenehmer verteilen. Da fühlt sich das Tuch sehr, sehr schön gleitend an in dem Sinn, aber man muss ein bisschen vorsichtiger sein und vielleicht mal ein, zwei, dreimal öfter nachwischen, bis man hier wirklich streifenfrei unterwegs ist. Und deswegen sage ich immer, die Autopflege ist ein Kompromiss. Das perfekte, das beste Produkt wird es niemals geben. Die Produkte werden immer auf die eine oder auf die andere Seite besser ausgeprägt sein von ihren Eigenschaften her und deswegen werdet ihr euch immer auch entscheiden müssen, für welches Produkt ihr euch entscheidet, darauf basierend, was für euch wichtig ist. Ich starte nun mit dem finalen Abschnitt von diesem Video, nämlich dem Test oder dem Vergleich oder vielmehr der Anwendung von diesen vier Interior Detailern von Dual, von Dunking Biscuit, von Yum und von Revive.
Ich habe jetzt hier hinten in der Kofferraumklappe, wo eben ganz normaler Kunststoff ist, alle vier von den Interior Detailern nochmal angewendet. Und da sieht man doch deutliche Unterschiede. Da ganz draußen ist der Revive, der übrigens so, ja, ganz bisschen vielleicht nach Keksen riecht, aber eher chemisch, würde ich jetzt mal sagen. Der macht fast gar nichts. Da war das Klebeband. Also wenn ihr einen wollt, der einfach ein ganz, ganz, ganz natürliches Finish hinterlässt und einfach nur sauber macht, dann wäre das eine Variante. Daneben hier ist der Yum Interior. Der erzeugt eine leichte Abdunkelung oder Auffrischung. Die bleibt da auch, ihr seht's. Und auch definitiv keine Glanzsteigerung. Also auch was für die Freunde von einem natürlichen Look. Dann haben wir hier schon deutlich stärker der Dunkin' Biscuit Spruce. Ja, der macht deutlich mehr. Auch hier ist es immer noch ein seidenmattes Finish, wenn ihr euch das anschaut. Aber die Abdunkelung ist schon deutlich, deutlich stärker wahrnehmbar. Vielleicht noch ungefähr auf einem Niveau mit dem Yum, aber ich finde das schon deutlich stärker. Und dann da ganz außen der Dual Satin. Wie der Name schon sagt, definitiv seidenmatt, aber ich finde, er hat mehr gemacht, definitiv auch mehr als alle anderen, sowohl was die Abdunkelung angeht, als auch was so eine leichte Glanzsteigerung angeht. Das ist nicht speckig, das ist immer noch hier auf der matten, auf der seidenmatten Seite, aber ganz, ganz klar und deutlich die stärkste Abdunkelung. Und da muss jetzt halt jeder für sich selber entscheiden, was einem wichtiger ist. Wenn es um eine starke Auffrischung geht, würde ich eher hier zum Dual Satin oder vielleicht noch zum Dunkin' Biscuit raten. Wenn man eher eine möglichst natürliche Erscheinung vom Kunststoff haben möchte, dann eher den Yum oder noch viel mehr eigentlich dann den Revive. Der Yum Interior, lustigerweise, riecht übrigens genau gleich wie der Dual Reifenreiniger, also so ein frischer Mentholgeruch. Der Dunkin' Biscuit ist ganz schwer zu definieren, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist der süßeste, also es geht in so eine ganz fruchtige Richtung rein und der Satin dann wiederum passend zur Farbe riecht nach Limette. Einmal mehr, diese vier Produkte sind halt ein perfektes Beispiel dafür, warum ich die englische Detailing-Szene so mag. Es ist für jeden was dabei. Egal auf welche Art von Finish man steht, egal wie stark man die Abdunkelung haben möchte, man findet was und man findet vor allem was, was wiederum unglaublich emotional und angenehm anzuwenden ist, weil sie alle auch noch einen angenehmen Duft mitbringen. Ich bin soweit fertig. Der Land Rover steht wieder wunderschön da. Ich habe hier nochmal alle Produkte aufgebaut, denn jetzt müssen wir natürlich noch zu sowas wie einem Fazit kommen. Der Grund, wieso ich in diesem Video nur Produkte aus England angewendet habe, war natürlich nicht nur aus einem dämlichen Gleichnis der Herstellerländer von diesen Produkten und diesem Auto hier, sondern das hatte einen tieferen Sinn. Denn bevor wir jetzt über mein persönliches Fazit zum Land Rover sprechen, muss ich euch natürlich noch sagen, was dieses Auto hier kostet. Der Basispreis ist 63.000 Franken. Ihr könnt das ja selbst über einen Währungsrechner schnell nachschauen, wie viel das in Euro ist. Das Auto, so wie es hier jetzt da stand, kostet 95.000 Franken. Und das ist einfach unglaublich viel Geld. Und ich für mich persönlich muss sagen, solange ich mit einem beschränkten Budget arbeite, würde ich mir, glaube ich, dieses Auto für dieses Geld nicht kaufen. Aber der Preis von diesem Auto ist eigentlich egal, denn wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, ist der Land Rover Defender, ich glaube, gerade für den 90er, für den Dreitürer gilt das noch mehr als für den Fünftürer, wahrscheinlich ein Auto, das man nicht braucht, das man aber definitiv haben möchte. Und ich persönlich vergleiche ihn dahingehend auch mit dem neuen Mini, als der vorgestellt wurde und als auch der ein sehr sympathisches, sehr ikonisches Auto aus der Vergangenheit in eine neue Zeit übergeführt hat. Denn auch der Mini ist nicht günstig, aber auch der Mini war
war ein Erfolg, weil es einfach Leute gab, die gesagt haben, sie möchten ein Auto, das nicht von der Stange ist, das nicht jeder hat, das eine gewisse Individualität mitbringt. Und genau das bringt eben auch der Land Rover Defender mit. Denn wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich definitiv darüber nachdenken, mir so einen zu holen, weil es ist ein unglaublich, ich habe es öfter schon in diesem Video gesagt, souveränes, bequemes Auto und es ist vor allem auch ein Auto, das sehr, sehr viel Charakter mitbringt. Und wenn ich mir überlege, wie viele fast identische, fast gleich aussehende SUVs auf unseren Straßen herumfahren, dann muss ich sagen, der Defender bringt definitiv etwas Besonderes mit. Sei es vom Fahrgefühl, sei es von seiner Geländegängigkeit, sei es vom Design, sei es von den wunderschönen Details im Innenraum. Denn trotzdem, dass er dieses ikonische Design vom Defender in eine neue Zeit übergeführt hat, kriegt ihr hier ein Auto, das alle nur erdenklichen Features hat. Sitzheizung, Lenkradheizung, Lenkungsassistent, Abstandsregel, Tempomat, alle Features der Geländegängigkeit sind hier drin, auch steuerbar über das zentrale Display. Rückfahrkamera, Vorwärtsfahrkamera, ihr habt sogar eine Kameraeinstellung, wo ihr das Auto so seitlich von vorne oder von der Seite beobachten könnt, wenn ihr zum Beispiel über einen sehr schmalen Grat fahrt, wo es dann eine steile Kante ist und es da 300 Meter runter geht, das ist ja ein Abenteurerauto, dann könnt ihr durch diese Kamera dann besser beobachten, wo jetzt gerade das Auto langfährt. Das heißt, das ist ein absolut topmodernes Auto, das alles mitbringt, was man sich nur vorstellen könnte, aber verpackt das eben in diesem absolut wunderschönen, einzigartigen und sehr charakterstarken Design. Und genau das ist es eben auch, was mich an den Detailing-Produkten aus England so fasziniert. Denn aus einer reinen Preis-Leistungs-Perspektive muss man sich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, 90% dieser Produkte nicht anschauen, weil da gibt es Produkte, die wir absolut problemlos bei uns in Deutschland, der Schweiz oder in Österreich bekommen, die mit diesem Produkt mithalten können oder sogar noch was besser können. Aber was die englischen Produkte halt mitbringen, ist eine gewisse Charakterstärke. Das fängt bei einem einzigartigen Verpackungs- oder Flaschendesign an. Das geht über absolut emotionale Gerüche, über eine unglaublich einfache und angenehme Verarbeitung oder auch ganz, ganz kleine, feine, fiese Details. Und all das in Kombination macht diese Produkte einfach sehr, sehr, sehr besonders in der Anwendung. Und genau deswegen wollte ich diese Produkte auf diesem Auto anwenden, denn aus meiner Sicht stehen sie absolut perfekt und symbolisch fürs Fazit zu diesem Auto. Nein, der Defender ist kein unglaublich revolutionäres Auto, das jeder von euch da draußen braucht. Aber ich glaube, jeder, der ihn mal gesehen hat und vor allem jeder, der ihn mal gefahren hat, wird merken, dass das hier einfach ein sehr, sehr, sehr besonderes Auto ist, dass das Herz auch bis zu einem gewissen Grad höher schlagen lässt und deswegen ist es eben auch ein sehr, sehr, sehr begehrenswertes Auto und deswegen glaube ich auch, dass der hohe Preis wahrscheinlich am Ende keine Rolle spielen wird. Ich hoffe, dass diese Art von Video, in der wir ein Auto sozusagen testfahren und das auch dann mit der Autopflege verbinden, auch mal Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus!